Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Portal 2. Und dann nehmen wir, der Blue ist der Onkel, wie immer. Na, Hallöchen. Ja, weiter geht's, ja. Mache erstmal hier dicht. So, können wir erstmal vorbeilaufen. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist nicht das Ziel. Gibt's denn hier? Oi! Au! Nee. Oh! Würdest du mal, bitte? Das ist ja Quatsch. Ach doch, klar. Mach mal hier oben den Eingang hin. Hier, also da. Und jetzt dort meine weißen Fläche in Ausgang. Genau, da kann man doch schweben. Yay! Ui! Hat das ganz viel Aua! Mhm. Aha. Und okay, jetzt? Und jetzt? Ob wir darüber kommen. Oder ich mach mal einen Testsprung. Nee, das ist überhaupt nichts. Okay, bleibt da oben einfach hängen. Bleib dachtet einfach ihr, hängen. Der Schalter sei dort unten? Dachtet ihr, der Schalter sei dort unten? Ich wollt's auch. Wow. Okay, auf jeden Fall, der Anfang war schon richtig. Den muss man schon so lassen. So, tada. Was dann? Hier sind Stacheln, da sterben wir. Ja. Aber warte mal, kann ich hier irgendwo... Na toll. Oh. Oh, nein. Bist du? Habe ich hier vorne schon runtergegangen? Ja, das war wahrscheinlich ein Fehler. Oh, nein. Jetzt gerade mal lustig. Können wir eigentlich hier mit so einem Fahrschilder mitfahren? Na, da sind ja Waffen drauf. Kann man die nicht irgendwie wegmachen? Ich kann nur einen Lichtschrank setzen, das bringt gar nichts. Ich komme mal zu dir, ich gucke das mal an. Guck mal, da hinten ist eine weiße Fläche. Ja, wir sterben jetzt. Ich probiere es trotzdem mal. Willst du probieren? Lass mich sterben. Bringt alles nichts. Ja, aber hier müssen wir ja, von daher. Kann ich denn jetzt hier? Zwischen den Stacheln kann man... Entschuldigung. Für die Kämpfe können wir nur hoffen, dass die Brennstoffzelle in 2 Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. WTF, Aber wenn du vielleicht... Aha. Wenn du vielleicht irgendwo dann den Ausgang hin dingst, dass wir... Warte mal, na eben. Machen wir nochmal hin. Und jetzt, du brauchst ja eigentlich bloß den Ausgang umzusetzen. Wenn wir jetzt da hinten sind. Pass auf, wenn wir jetzt da hinten, da unten,
Ja, hast du, bei der Tür hast du nämlich eine weiße Fläche. Vielleicht kannst du da einfach den Beamer hinsetzen. Wir fallen da unten rein und wandern dann gegen die Wand. Hm. Das ist gar nicht mal so doof. Wo? Was ist jetzt? Wow. Jetzt brauchen wir den... Genau. Weißt du nicht, wo du bist? Du jetzt aber genau... Ah, wir kommen da durch. Ah! Ah! Haha! Ha! 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 Oh. Was? Das war schon? Oh. Kurzer Schreckmoment. Wollte ich gerade sagen, das kann doch nicht schon gewesen sein. Wow. So. Ist da oben uns erstmal wieder geschützt. Was? Aber jetzt? Ah, jetzt müsstest du... Kannst du... Ach so. Ah, genau. Ja, aber... Au. Hier richtig? Ich hoff's. So, hier hast du... Haben wir da jetzt noch einen Ausgang irgendwo, dass wir da... Oder können wir da drüben rüber? Hier unten ist noch was, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Auch nicht. Da drüben ist noch was? Wir müssen ja. Da bist du. Wie es ausschaut. Oh. Genau. Okay. Also ich denke mal, wir müssen darüber. Also das hier ist korrekt. Was hab ich jetzt gemacht? So. Wir haben jetzt nichts Weißes. Wenn jetzt da drüben weiß, dass wenn ich da jetzt was hinmache, jetzt so rüber mache, bringt uns ja nichts. Nee. Doch? Mal mit. Ach, na klar. Alles klar. Ja, natürlich. So immer, simpel, ne? Immer so kriegt man einen Schuss ab. Ja, aber ob das ist das wahr? Das weiß ich nicht. Hier ist noch nämlich noch eine weiße Wand, da geht's dann darüber. Aha. Reise im Sauseschritt. Mhm. Das ist ein Mist. Nein! Wisst ihr, wo ihr seid? Nero? Ja. Sag jetzt nicht, du bist am Anfang. Nein. Jetzt muss ich jetzt wieder runterspringen müssen. Kommst du von alleine rüber, oder? Ja, ich... Nein. Sieht sehr gut aus. Da ist Nero. Boah. Zum Glück bist du gestorben, weil du bist ja der mit den... Was? Nee. Muss ich mich töten, oder was? Höchstwahrscheinlich. Noch nicht, wir schauen. Das schaffe ich ja. Oh. Da lacht er am Ende. Das glaube ich ja gar nicht, ey. So, wir hätten ja die ganze Zeit hier zugucken können. Ah, bin ich blöd. La la la. Ach ja. So ist das, wenn man ein Movement-Krüppel ist. Da lacht er. Wahnsinn. Hallo, da sind wir wieder.
Ja, gut. Aber kurz Nero, ne, weil du es geschafft hast hier, ne? Warte. Oh ja, komm, klatsch mich. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Ja. Der Gedanke, dass ihr damit aufhören könntet. Oh, das war 180-Grad-Kurve. So, was haben wir hier? Ah, das, da kamen wir her. Ja, und dann muss ich wieder, warte mal, ich guck mal. Ja, hier, ne? Ach so, jetzt sind ja diese Dings weg. Hm. Ah, die Lichtschranken weg. Haha, bebebe. Lichtschranke aktiv. Geh du erst mal gucken, was da ist. Ja, ja. Fahre hoch, da bist du. Aua! Okay. Und nun? Hm. Aber, ach, das können wir doch hier irgendwo. Irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, in welche Richtung wir müssen. Ich würde sagen, da drüben irgendwo. Oder hier? Da. Hier irgendwo. Dann wandern wir hier rüber und dann musst du schnell reagieren und dann darüber einsetzen. Dann wandern wir nach rechts. Also erst hier vielleicht hin, dann wandern wir bis hier zur Hälfte und dann setzt du hier eins hin. Da. Und dann wandern wir hier rüber. Kann funktionieren, ja. Probieren. Uah. Oh, ich hab keine mit hinsetzen. Doch, da. Euch fällt das Navigieren hier so schwer, dass ich wünschte, ich hätte den Test geschaffen. Okay. Aber schauen wir erstmal hier unten den Lichtdings wieder. So. Und ja. Zwar, guck mal. Da vorne an der Wand. Was? Da gibt's eine Fläche, wo wir nachher die Laserstrahle machen können. Okay. Ach, dieser Mücken hier ist ja der Wahnsinn. Wo ist die Wand? Ich sehe die gar nicht. Ach nee, hier ist sie. Ja. Da hinten dran. Nee. Nee, hier vor, da auf der Seite genau gegenüber. Da liegt sie, das ist die weiße Wand. Nee. Nein, das ist, ach da. Alles klar. Ach guck mal, wir brauchen gar nicht nach rechts. Brauchst gar nicht reagieren, wir sind hier richtig. Hey. Tja, wieder eine Disk hier. Dürfen wir hier machen. Mhm. Muss ich den hier irgendwie... Warum schwebst denn du eigentlich? Stimmt doch gar nicht. Doch, du schwebst. Anzeigefehler wahrscheinlich. So, ist ja schön. Aber wo ist die Disk? Hm. Stimmt im Safe. Okay. Super, insert Disk. Ja. Ich glaube, wir hätten doch da hinten hingemüsst, wo wir es hin wollten. An der Wand da drüben. Bist du dir da sicher? Nein, das ist eine Vermutung. Da hinten geht es ja noch weiter. Aber ich glaube...
Bleib du mal hier. Okay. Kannst du überhaupt hier bleiben? Oh, dein Schutzschild. Das Schild habe ich schon. Okay, bei den ersten Dings halt nicht, ne? Ach, die sind schon zu. Ah, okay. Hey, die ganzen Roboter sind weg. Okay. Wow. Na, klapp. Hier irgendwas außer Stacheln. Ich sehe bei dir gerade nichts weiter außer dein komisches Beam-Ding. Doch, da. Ah. Na, bist auf Stacheln. Okay, wie kommst du da jetzt wieder hin? Wie kommst du da jetzt wieder hin? Ist gerade ein bisschen. Ach, jetzt weiß ich. Alles klar. Ich muss näher an der Wand den Strahl machen. Stimmt, dann brauchst du ja irgendwas raushüpfen, ne? Richtig. Zup, da ist ein näheres Strahl vor uns aufgetaucht. Ich guck dir die ganze Zeit im zweiten kleinen Fenster unten zu. Das ist okay. Das sehen die, haben die, jetzt stehe ich ja bloß auf der Stelle, das ist ja auch doof. Ne? Oh. Knappe Station. Okay, da ist ja Würfel, aber. Kommen wir da hin? Das ist die Frage. Zu früh. Und das ist eine Glasscheibe. Wie kommen wir denn dann zu den Würfeln? Eine Glasscheibe. Kurios. Na, vielleicht ist das bloß so eine Scheibe zum, eine richtige Glasscheibe oder war das bloß so eine komische Hologrammscheibe da, so eine? Da so ist eine Gitterscheibe. Oh, Mann. Ich glaube, das ist der Part, wo ich am meisten sterbe, du. Ja, auch gerade... Auch überfragt. Ja, ich flieg da jetzt immer dran vorbei. Und schau mal gleich. Ich glaube, der wird gleich näher kommen, da oben ist er. Total Brainfuck. Wenn ich dir hier dazu guck und da dort sieht man dich auf der anderen Seite. Also. Da sind Pfeile, oder? Ja, das ist eine Glasscheibe. Da kommen wir nicht ran. Okay. Okay, dann müssen wir es also anders machen. Aber wie? Ah, ich hab die Disk. Hm. Echt jetzt? Ja. Und wie? Na, die liegt einfach hier rum. Echt jetzt? Ja. Also komm erstmal her. Ja. Die lag einfach hier so hinten, ja, da ich zeig das dann. Oh Mann. Aber wie konnte ich sie nochmal zuschauen? Mit Tabulator. Und zwar lag die Disk genau hier. Echt jetzt? Ja. What the fuck? Ja. Geschafft. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Wow. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Wow. Danke. So. Ja. Das war ja jetzt wieder mal ein... Ja. Ja, wir wollten das Let's Play ein bisschen in die Länge ziehen. Deswegen haben wir uns gedacht... Und?
Zeit hast du? Ich hab keine Zeit. Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke, an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher mit einer Party. Was zum Geier passiert hier? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade den Part abbrechen kann. Doch, es ist ganz ruhig geworden. Okay, wir werden dann im nächsten... Oh, nächste Woche werden wir dann rausfinden, ne? Was hier los ist und wie es hier weitergeht. Und spannend, spannend. Wir sind bald durch, wie es ausschaut. Also, ja. Wir sind 649 Portale durchschritten. Krass. Schritte hast du mehr als ich. Ja, und immer wenn ich eigentlich, guck mal. Geht die Zahl hoch. Wissenschaftliche Kollaborationspunkte. 762. Ist das gut? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. 901 platzierte Portale. Boah, so viel doch schon. Nein, doch, weil wir öfters mal hier Umarmung im Bereich mit. Weißt du, wir haben keine Umarmung gemacht. Boah, das müssen wir aber ändern. Kannst du immer noch nicht. Du musst es machen. Umarm dich! Komm! Wie war denn umarm das? Ja! Das habe ich doch schon oft genug gemacht. Ist egal, das war schön. Guck mal, die Schritte zählen hier, das fetzt. Naja. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst euch auf jeden Fall überraschen, wie es dann weitergeht nächste Woche. Ja. Und bis dahin, ciao. Tschüss.